Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal. Ich dachte mir, es ist ein Ausdauerrennen. Vielleicht ein bisschen länger als die normalen 6-Stunden-Rennen, also nicht so viel anders. Aber es ist ganz offensichtlich anders. Die meisten 24-Stunden-Rennen, die starten so um 3 Uhr morgens am Samstag, enden um 3 Uhr am Sonntag. 3 Fahrer pro Auto, jeder fährt 8 Stunden. Das klappt nur nicht immer. Und manchmal bin ich sogar 10 Stunden am Stück gefahren. In Le Mans verbringt man eben sehr viel Zeit im Auto, also müssen die Fahrer gut auf die hohen, langanhaltenden Belastungen vorbereitet werden. Die Fahrer sind hohen Cockpit-Temperaturen von 50 Grad Celsius und mehr ausgesetzt. Wir starten mit 20 Minuten Aufwärmen, danach dann dehnen. Normalerweise machen wir ein sehr intensives Cardio-Workout. Dann starten wir mit dem Oberkörper- oder dem Rumpfprogramm, jeweils 45 Minuten. Dann beenden wir das Training mit ein paar Nackenübungen an der Nackenmaschine. Dann noch etwas dehnen und eine kleine Massage gibt es auch noch. Und das war es dann auch schon. So etwa 2,5 Stunden am Tag. Das Wichtigste am Nackentraining ist es, den Nacken an sich zu schützen, weil man diese kleine Muskelgruppe nicht einfach so mit hohen Kräften belasten sollte. Beim Le Mans-Rennen können bis zu 3G auf die Fahrer wirken. Dazu kommen die Brems- und Beschleunigungskräfte mit bis zu 2,5G. Natürlich bekommt man die G-Kräfte im Auto nicht exakt im 90-Grad-Winkel von links oder rechts verpasst. Die kommen aus verschiedenen Richtungen. So ist dieses Gerät zum Beispiel gut, um die verschiedenen Richtungen und Winkel zu trainieren. Die meisten Beschwerden treten in Form von Krämpfen im Gesäß, Unterschenkel auf oder so. Die Verspannungen im Bereich Nacken, Kopf und Schultern sind auch ein Problem. Schlechte Ergonomie kann die Zeit, die ein Fahrer im Cockpit verbringen kann, erheblich reduzieren. Mit unserem Setup können wir das verhindern. Die Ernährung ist individuell angepasst, aber generell gesagt ein paar Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Wir versuchen Spitzen oder Unterversorgung zu vermeiden. An einem durchschnittlichen Tag verlieren sie bis zu 3 Liter Flüssigkeit in etwa 3 Stunden. Idealerweise sind 12 Liter Wasser für 24 Stunden. Deshalb ist es wichtig, nicht zu viele Elektrolyte mit reinzumischen. Das ist eigentlich sogar das Wichtigste. Wenn sie nun im Durchschnitt 8 Stunden von den 24 fahren, würde ich danach schlafen. Das kommt aber nicht oft vor, denn es ist schwer für die Fahrer abzuschalten. Man schläft einfach nicht. Man hört die ganze Zeit im Funkgerät, was die anderen Fahrer sagen, ob das Auto noch läuft, sowas halt. Am Ende bin ich immer total erschöpft. Ich brauche 4 bis 5 Tage, um mich von diesem Rennen zu erholen. Denn man steckt da so viel Energie rein. Es ist das berühmteste Rennen der Welt. Und wenn man es beendet und glücklicherweise sogar noch auf dem Podium steht und auf hunderttausende Zuschauer herunterschaut, dann fühlt man sich wie ein Rockstar. Ich hatte diesen Augenblick schon einmal und ich möchte ihn unbedingt nochmal haben. I've had that view once and I'm determined to get up there again.